Einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist Holger Kreinbrink von Graphisoft Deutschland und ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Open BIM funktioniert Webinar. Und dieses Mal habe ich den Andreas Haffer von der Softec mit dabei, der auch jetzt einmal Hallo sagen darf. Hallo und guten Morgen auch von meiner Seite. Also wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserem Webinar, in dem wir jetzt den Workflow zwischen Archicad und Avanti einmal zeigen wollen. Hintergrund des Ganzen oder vielleicht noch ein bisschen Housekeeping vorher. Sie können jederzeit Fragen stellen in Ihrem Go-to-Meeting-Panel. Das heißt, da können Sie Fragen hineinschreiben, die werden wir am Ende des Webinars dann beantworten. So, hier sehen Sie uns nochmal in vollkommener Schönheit, mit dem Sie auch wirklich hier zu tun haben. Ich auf der linken Seite, der Herr Haffer auf der rechten Seite. So, Hintergrund des Ganzen ist, wie Sie vielleicht aus den Newslettern schon erfahren haben, dass wir uns im Grunde genommen im letzten Jahr schon überlegt haben, wie können wir die BIM-basierte Mengen- und Kostenermittlung quasi beweisen? Wie können wir das Ganze nach vorne treiben? Quintessenz des Ganzen war, wir wollten im Archicad nachweisen, dass man aus dem Modell auch natürlich die Berechnungen ziehen kann und dass man nicht irgendwie ein Berechnungsmodell erstellen muss und eins für die Pläne, sondern wir wollten immer zeigen, dass man aus dem Archicad-Modell Pläne und auch Berechnungen vorhalten kann. Und dementsprechend haben wir einen Test gefahren, einen Praxistest mit 9 verschiedenen Softwarehäusern aus dem AFA-Bereich und wollten darlegen, wie haben wir die verschiedenen Gewerke, wie können wir das quasi berechnen? Zuallererst, da sind wir noch recht blauäugig an den Test rangegangen, haben sagen wir mal, ein Projekt von einem unserer Nutzer herangezogen. Das hat aber leider nicht ganz so geklappt. Also stellte sich raus, dass der Architekt wie auch der Ausschreiber miteinander kommunizieren müssen und man natürlich auch ein bisschen mehr Wissen über das Gebäude haben muss als nur die reinen Mengen, damit der Ausschreiber hinterher auch das interpretieren kann, was in dem Modell dann zu sehen ist. Dementsprechend und auch aus der Modellqualität, die wir dann da festgestellt haben, haben sich Modellierungsrichtlinien ergeben, die wir veröffentlicht haben. Das gleich zeige ich euch auch nochmal. Aber mit diesen Modellierungsrichtlinien haben wir ein Gebäudemodell erstellt, was Sie hier sehen, und haben dann mit der Hand den Rohbau, die Türen und Fenster, Estrich, Bodenbelege und die Gipskartonarbeiten ermittelt und haben dann gesagt, diese mit der Hand ermittelten Werte nehmen wir als das an, was man normalerweise ausrechnen möchte. Und nun haben wir dann per IFC an Avanti ein Modell übergeben und haben gesagt, gib uns bitte diese Werte zurück und vergleichen die dann mit den manuellen Handwerten. Und das Schöne war, dass es eigentlich fast immer 100% waren. Es gab bei einigen Bereichen insgesamt zusammengefasst über alle Softwareprogramme marginale Abweichungen bei der Interpretation der IFC-Werte, die irgendwo bei minus 0,05 oder bis zu 0,85 lagen. Also in einem vollkommen tolerierbaren Bereich. Denn wenn Sie das mit der Hand ermitteln, werden Sie noch viel, viel größere Fehler machen. Davon sind wir überzeugt. Und vor allem ist natürlich auch Aktualisierungen möglich und das Ganze von der Geschwindigkeit auch sehr viel schneller. In Archicad finden Sie dementsprechend einen neuen Übersetzer auch. Also in der Archicad 22 gibt es einen speziell für Avanti angepassten IFC-Übersetzer. Also aus diesem ganzen Test ergab sich dann dementsprechend dieser Übersetzer. Und dazu kam auch noch eine Archicad-Entwicklung, nämlich dass wir die einzelnen Schichten auch mit ihren Komponentenwerten übergeben konnten. Das heißt, bei einem mehrschichtigen Bauteil, wenn Sie das nicht als, wenn Sie zum Beispiel eine Wand oder eine Decke nicht nur als eine Wand, sondern in die jeweiligen Schichten zerlegen und die übergeben, dann kommen die jeweiligen Werte dort auch über IFC an. Das war also für uns eine Entwicklung im Archicad 22 und wir konnten dementsprechend auch hier den passenden Avanti-Übersetzer erstellen, zusammen mit der Firma Softec, um das bestmöglich anzupassen. Die Modellierungsrichtlinien für Archicad 22, ich hoffe, dass Sie die schon heruntergeladen haben, die finden Sie, wenn ich das Ihnen kurz zeigen kann, auf der Graphisoft-Webseite hier unter Open BIM. Und dann verließ Ihnen seine Internetverbindung auch schon. So, und dann gehen wir auf Open BIM funktioniert und dort finden Sie Modellierungsrichtlinie. In der Modellierungsrichtlinie, die ich hier schon runtergeladen habe, sind die jeweiligen Details auch wie hier im Gebäude
auch in unserem Beispielgebäude auch schon umgesetzt, also hier nochmal aufgezeichnet. Das heißt, mit welchem Werkzeug baue ich es, wie soll ich es klassifizieren und wie modelliere ich quasi von wo bis wo, also von Rohkant, von Rohdecke bis Rohdecke quasi, wie schneide ich da die jeweiligen Elemente raus. Das ist natürlich ein lebendiges Dokument. Wir sind auch auf Feedback von Ihnen gespannt, aber bisher zeigte sich, dass wenn wir so modellieren, wir das schlussendlich in der AFA-Software auch vernünftig umsetzen können. Sie sehen aber hier die jeweiligen Details und Sie finden im Endeffekt diese Elemente auch immer in den Beispielvorlagen, sodass Sie sich da entsprechend daran orientieren können. Das Gebäude an sich, Sie sehen es hier schon, das ist also dieses relativ einfache, aber trotzdem mit einigen Einzelheiten ausgestattete Bürogebäude. Wir haben hier also eine Teilunterkellerung und wir haben hier, wenn wir in die Schnitt gucken, abgehängte Decken. Wir haben hier die Rohbaudecke als Einbauteil. Wir haben den Estrich oben drauf gesetzt. Aber wir haben hier auch so Kleinigkeiten wie hier vorne zum Beispiel einen Brandriegel eingefügt. Also es sind interessante Sachen, die dann immer wieder auftauchen. So, und das ist es eigentlich von meiner Seite aus schon gewesen, denn dieses Gebäude werden wir jetzt bei Avanti wieder 1:1 sehen. Wir haben das erst gestern wieder exportiert und der Hafer hat es gestern wieder eingelesen. Und in diesem Falle möchte ich jetzt übergeben und Sie werden jetzt den Bildschirm von Andreas Hafer sehen. So, jetzt müsstest du übergeben. So, dann hoffe ich, dass das funktioniert. Jawohl. Ja, sehen Sie meinen Bildschirm. Okay, vielen Dank, Herr Greinbrink. Ich würde jetzt auch ganz kurz nochmal auf einer oder mit einer PowerPoint einsteigen und vielleicht einfach nochmal den Workflow ganz kurz aufzeigen. Und zwar haben wir jetzt ja gesehen, dass das Modell zunächst vorbereitet, modelliert in ArchiCAD nach den Modellierungsrichtlinien erstellt wurde und natürlich auch klassifiziert wurde. Dann haben wir gesehen, dass ein IFC-Export über den Avanti-Übersetzer erforderlich ist. Und dann machen wir im Prinzip bei dem dritten Schritt weiter, nämlich das IFC-Modell dann in Avanti wieder einzulesen. Das ist mal der erste Punkt, der dann in Avanti zu realisieren ist. Danach ist es natürlich erforderlich, die IFC-Modellelemente dann auch zu, ich sag's mal, bemustern, virtuell zu bemustern, also mit AFA-Informationen anzureichern. Und was wir daraus ja generieren wollen, schlussendlich sind Kostenauswertungen mit Mengen, die aus dem Modell abgeleitet wurden und letztendlich dann auch eine Basis für Leistungsverzeichnisse zu erzeugen. Vielleicht bleiben wir noch ganz kurz in der PowerPoint und zwar ist es natürlich wichtig, dass wir und eine Grundvoraussetzung, dass eben die Modelle zwischen den Beteiligten optimal ausgetauscht werden und natürlich die Daten miteinander kompatibel sind. Das heißt, in Avanti 2019 lesen wir IFC 2x3 Daten ein und zwar zum einen die Basismengen, das werden wir gleich sehen, aber zum anderen auch anwendungsspezifische Mengen, die jetzt in dem Fall aus ArchiCAD natürlich dann übernommen werden können und das Mengengerüst somit ergänzen. Neben den reinen Mengen war es bei der Auswertung im Test auch wichtig, dass man weitere IFC-Eigenschaften, Merkmale auswerten kann, um den unterschiedlichen Vorgaben, die eben in diesem Test auch gegeben waren, gerecht zu werden und dann auch korrekte Auswertungen fahren zu können. Das heißt, in Avanti besteht die Möglichkeit, die IFC-Merkmale einzulesen und dort auch anzuzeigen, in Filtern zu verwenden. Das ist die eine Seite, die grafische Komponente. Dazu gibt es in Avanti ja den ST3D-Viewer, in dem man das Modell dann auch entsprechend anzeigen kann. Und ja, das werden wir uns jetzt dann gleich im Modell anschauen. Zum Test selbst hat der Herr Greinbrink schon einiges gesagt. Wie gesagt, die Ergebnisse mündeten dann in einem speziellen ArchiCAD 22 Übersetzer für Avanti. Und die Testergebnisse, die finden Sie dann auch nochmal bei uns auf der Homepage. Auf der Produktseite gibt es auch die Unterkategorie AFA
für Archicad und dort gibt es die Testergebnisse nochmal zu sehen, wenn Sie das interessiert. Über den Übersetzer gehen wir jetzt einfach nochmal drüber und ich möchte noch einen ganz kurzen Exkurs machen in die Bauteile, die erforderlich sind, um dann auf der AFA-Seite auch entsprechend zu bemustern. Zunächst mal, was ist eigentlich in Avanti ein Bauteil? Es geht also darum, dass man bestimmte Eigenschaften, zum Beispiel einer Stahlbetonwand, dann zusammenfassen kann. Das heißt, mit einem Bauteil könnte ich dann die Schalung, Mattenstahl, Stabstahl und auch den eigentlichen Beton dann entsprechend bemustern und mit AFA-Positionen hinterlegen. Für Bodenaufbauten, zum Beispiel aus dem Fußbodenbereich, hätten wir jetzt eine Trittschalldämmung, Randstreifen, Folie, Estrich, zum Beispiel einen textilen Belag. Das kann man auch alles in sogenannten Teilleistungen dann zusammenfassen in einem Bauteil. Wie kommt man zu so einem Bauteil? Die muss man natürlich auf Avanti-Seite bilden. Das ist zum einen natürlich erstmal einen bedeutetes Aufwand, aber für die weiteren Projekte kann ich immer wieder auf diese Leistungen zugreifen oder zurückgreifen. Das heißt, ich habe dann auch, und das werden wir gleich mal sehen, die Möglichkeit auf Vorlageprojekte zurückzugreifen. Und da spielen die Zeitvorteile, die der Herr Kreinbrink schon erwähnt hat, natürlich auch dann eine Rolle oder wirken sich aus, denn man hat schon eine sehr gute Grundlage, die man für die weitere Bemusterung dann verwenden kann. Woher können solche Bauteile kommen? Wir haben natürlich in Avanti Anbindungen an die DBD-Kostenelemente von Dr. Schiller und Partner, beziehungsweise auch an die Cirados-Elemente. Da gibt es jetzt auch eine neue Schnittstelle, die wir bedienen und somit können diese Daten dann direkt nach Avanti übernommen werden. Das ist eine Komponente. Das andere, Sie können natürlich auch Bauteile bilden mit Ihren eigenen LV-Texten. Da haben Sie also unterschiedlichste Möglichkeiten. So, danach werden wir dann sehen, wie wir Zuweisungen bilden können. Das heißt, hiermit werden dann die Elemente aus dem Archicad-Modell mit den Bauteilen in Avanti verknüpft. Und das Ziel ist dann natürlich, Leistungsverzeichnisse zu generieren, die dann als Grundlage für die weitere Ausschreibung dienen. Das heißt, Mengen kommen aus dem 3D-Modell, aus der IFC-Datei und werden dann mit den Bauteilen entsprechend verknüpft. Und ich denke, das schauen wir uns jetzt mal direkt in Avanti an. Dazu gehe ich mal hier in das Projekt. Hier wurde also das Demo-Modell aus Archicad eingelesen. Das heißt, wir haben hier in Avanti in der Aufgabengruppe BIM Pro den Desktop CAD BIM Modell auswerten. Das heißt, das ist natürlich die Basis und Grundlage. Ich kann dort einen IFC-Import ausführen und mir die Modelldaten in Avanti einlesen. Und das heißt, hier haben wir das Gebäudemodell. Und wenn wir hier jetzt gerade mal drauf gehen, ist es zunächst mal gegliedert in Rohbau, Ausbau und sonstige Elemente. Wenn wir uns mal den Rohbauknoten anschauen, dann sehen Sie, dass einige Hauptelemente, Wand, Fassade, Fenster, Tür, Fundamente etc. Angezeigt werden. Und wenn wir mal in die Wände weiter reinschauen, dann sieht man tatsächlich alle Kategorien und Bauteile, die in Archicad verwendet wurden, klassifiziert wurden, die kommen dann natürlich auch in der Avanti-Struktur entsprechend an. Wenn ich mir so eine Wand dann im Detail anschaue, folgt eine Ebenengliederung, das heißt hier die unterschiedlichen Geschosse und dann tatsächlich die entsprechenden Wände. Und wenn ich mal so eine Wand auswähle, dann sehen Sie hier in der Liste Variablen von dieser Lokalität eben einige geometrische Werte, die hier natürlich angezeigt werden, unter anderem natürlich die Wandfläche, das Volumen. Hier kann man auf die Mengen entsprechende
ja, einen Doppelklick ausführen und ich sehe dann detailliertere Informationen. Zum Teil ist es auch möglich, hier Berechnungsansätze zu übermitteln. Das heißt, die ja, Details zur Mengenermittlung dann auch zu übernehmen. Jetzt machen wir das Ganze mal, gehen wir mal noch in eine den Bereich der Bodenbeläge zum Beispiel. Hier sehe ich dann auch unterschiedliche Qualitäten. Also das wurde in Archicad dann schon entsprechend benannt, sodass man hier auf Seite der Mengenermittlung natürlich auch direkt mit diesen Bauteilen etwas anfangen kann. Ne? Wenn ich in diesen Bodenaufbau-Parkett mal reinschaue, dann kriege ich hierzu natürlich dann auch die Informationen wie Fläche. Und die Qualitäten angezeigt. Und jetzt machen wir mal noch einen neuen Aspekt, nämlich die Property Sets zu den entsprechenden Bauteilen. Das heißt, hier habe ich dann eine ganze Reihe an Attributen zur Verfügung. Ich scrolle hier gerade mal runter, dass Sie mal sehen, was an Informationen direkt aus der IFC-Datei hier mit ankommt. Und da sieht man natürlich auch schon eine große Herausforderung. Das sind hier einige Attribute, 74 Stück in diesem Fall. Beim Fenster werden es noch mehr sein. Wir können gerade mal vielleicht dahin wechseln, dass man das sieht. Hier haben wir also eine Property-Vielfalt von 980 Elementen, die hier einfach über die IFC-Datei mit übertragen werden. Das heißt, es ist eine ganze Menge. Und für die Kostenermittlung interessieren mich aber nur bestimmte Teilaspekte. Ne? Wir sehen hier zum Beispiel die Base Quantities, also die IFC-Basismengen. Das ist mit Sicherheit was, was ich brauche. Bei Fenster und Türen wurden in diesem Test zum Beispiel auch die Aufschlagsrichtung abgefragt, also gib mir mal alle Türen, die in links, die in rechts aufschlagen. Solche Filterkriterien muss ich mir hier natürlich dann aus dieser Liste rauspicken. Und in Avanti funktioniert das derart, dass ich mir dann bestimmte Elemente, die ich brauche, dass ich mir die auswählen kann und diese Properties dann über einen sogenannten Eigenschaftenmanager auswählen kann und die werden dann allen Elementen zugewiesen. Das heißt, ich reduziere dann die Anzahl der IFC-Eigenschaften auf genau diese Eigenschaften, die ich dann letztendlich auch für die Auswertung benötige. Ich habe dann dadurch einen wesentlich besseren Überblick. Jetzt haben wir ja gesagt, wir möchten natürlich auch das Modell grafisch angezeigt bekommen. Das heißt, ich kann mir diese Datei im internen Avanti Viewer anschauen. Lassen wir die gerade mal laden und so sehen wir eben das bereits von Herrn Greinbrink gezeigte Modell wieder. Ich kann das in dem Viewer entsprechend betrachten, natürlich auch in der Vollbilddarstellung. Wir haben die Möglichkeit, durch das Modell hindurchzufahren, also ein Clipping entsprechend. Und ich mache mal die Hilfsebene kurz aus. Und hier sehen wir dann eben die unterschiedlichen Elemente und haben dann auch die Möglichkeit, Mengen zu kontrollieren aus dem Avanti-Modell heraus. Das heißt, wenn ich hier mir bestimmte Elemente anzeigen lassen möchte, dann kann ich hier durchschalten durch den Mengenbaum und kann mir die entsprechenden Positionen auch darstellen lassen. So, das heißt, das ist die eine Komponente, nämlich die Mengenauswertung. Und ich gehe mal auf den Desktop der Qualitäten. Da müssen wir nämlich für die Elemente, die wir auswerten wollen, ja unsere Bauteile entsprechend positionieren. Das heißt, ich habe jetzt hier einfach mal für die einzelnen Auswertpositionen habe ich mal Dummy-Elemente angelegt. Sie sehen das hier unten. Also da gibt es jetzt einfach eine Teilleistung und wir machen das mal ein kleines bisschen kleiner. Hier wurde also ein Kostenkennwert entsprechend hinterlegt an der Leistung, natürlich die Mengeneinheit und wir haben hier die Klassifizierung nach
Standardleistungsbereich und nach DIN 276 beispielsweise. Das heißt, wenn man die Bauteile einliest und dann mit den IFC-Elementen entsprechend verknüpft, haben wir die Möglichkeit, auch Kostenauswertungen nach unterschiedlichen Kriterien zu fahren, sofern diese Informationen, wie gerade gezeigt, auch an der Teilleistung dann mit eingetragen sind. So, wie gesagt, das sind jetzt von mir selbst erstellte Bauteile. Sie können an der Stelle auch auf die Datenbanken von DBD oder Sirados zurückgreifen und dann haben Sie natürlich nicht nur eine Teilleistung hier, sondern ganze Positionspakete. Das werden wir dann gleich noch sehen. Wie werden jetzt die einzelnen Elemente aus der IFC-Datei verknüpft mit den so angelegten Bauteilen? Das müssen wir uns als nächstes anschauen. Dann gehen wir vielleicht gerade mal in die Kostenauswertung. Und hier ist es eben so, dass wir bestimmte Regeln erstellen können. Das heißt, ich lege von vornherein fest, wenn ein bestimmtes Bauteil aus Archicad kommt, dann wird es eben regelbasiert mit einer AFA-Position oder mehreren AFA-Positionen verknüpft. Das hat den großen Vorteil, wenn es zu Änderungen und Aktualisierungen in diesem Modell kommt, dann kann ich einfach wieder auf den Zuweisungsassistenten zugreifen und kann dann in einem Rutsch das Modell aktualisieren und habe dann eine eben angepasste Mengenaktualisierung. Schauen wir mal in den Zuweisungsassistenten rein. Also wie sieht das Regelwerk aus? Da schauen wir vielleicht gerade mal in so ein Türenbauteil rein. Und ich zeige Ihnen mal ganz kurz die Zuweisungen. Das heißt, ich kann hier oben das komplette Gebäudemodell nach unterschiedlichen Bauteilkategorien sortieren. Das heißt, hier habe ich jetzt die Türen, ich bekomme die Ebene angezeigt. Ich kann hier natürlich auf bestimmte Filter auch zugreifen, wenn ich nur Türen aus einer bestimmten Ebene betrachten möchte. Dann wird mir die Ergebnismenge gefiltert nach genau diesen. Ich möchte aber ja alle Türen im Modell entsprechend haben und ich erhalte dann hier die Ergebnismenge. Und hier sieht man zum Beispiel auch, was ich erwähnt hatte, die Ausrichtung der Tür. Das heißt, ich habe jetzt hier nur Ausrichtung links. Ich kann auch auf alle gehen. Dann werden mir entsprechend alle Türen dann angezeigt. So, das filtern wir aber wieder aus, weil im Test eben gefragt war nach Blockrahmentüren mit der Aufschlagrichtung links. Und somit habe ich dann hier mein Modell nach diesen Türen gefiltert und auf der anderen Seite habe ich hier die Bauteile. Das heißt, wenn ich hier in den Türen mich entsprechend befinde, kann ich auch auf unterschiedliche Bauteile zugreifen. Ich wähle mir das aus, das entsprechende Bauteil und somit kann ich die Zuweisung realisieren. Das heißt, ich habe hier ein Regelwerk über mein Gebäudemodell. Das kann ich speichern und kann mir das auch wieder einlesen, sodass mit jedem Projekt, was ich auf diese Art und Weise bemustere, mein Fundus an Bemusterungszuweisungen natürlich wächst und für weitere Projekte verwendet werden kann. So, wenn man die Zuweisung ausführt und wir das nochmal betrachten, kann ich jetzt hier auf die einzelnen Elemente gehen und wir lassen uns das jetzt nochmal anzeigen. Das heißt, hier bekomme ich dann meine Elementzuweisungen für diese Innentür links aufschlagend. Ich schalte jetzt einfach mal durch und sieht man die unterschiedlichen Positionszuordnungen. Die kann ich mir dann eben direkt im Modell wieder anschauen lassen. Das gleiche, wenn wir mal in einen anderen Bereich gehen, geht es natürlich auch für die Außenwände. Wenn ich hier auf dem Knoten stehe oder nur für bestimmte Geschosse, das ist einmal
auf dem Mengenbaum. Und wenn wir jetzt hier mal reingehen, kann ich natürlich auch meine AFA-Bauteile entsprechend mit der zugeordneten Bemusterung hier jetzt für die Punktfundamente, Aufzugsunterfahrt, die Streifenfundamente, also genau diese Elemente, wie sie eben im Test auch gefordert waren, können wir hier zugreifen und entsprechend anzeigen. So, gehen wir hier gerade noch mal raus. Auf der Basis ist es dann möglich, Auswertungen über das Projekt zu fahren. Das heißt, wir gehen vielleicht gerade mal hierher in die Kostenauswertung der Bauteile. Ich habe natürlich dann die Möglichkeit, nach DIN 276 auszuwerten. Das machen wir jetzt gerade mal. Und dann sehen wir hier die unterschiedlichen Kategorien, tragende Außenwände. Hier sind dann wieder meine Bauteile entsprechend mit Mengen, meinen Kostenkennwerten und Gesamtpreis. Wenn ich Werte für die BGF und BRI eingebe, dann kann ich auch entsprechende Kostenkennwerte bilden, also eine Bezugsbasis herstellen. Und ja, hier sieht man das dann auch nochmal für die unterschiedlichen Trennwandtypen. Hier wurde dann auch differenziert nach Gipskartonwänden mit Feuchtraum einseitig, feucht imprägnierten Platten. Das heißt, da waren schon einige Auswertmöglichkeiten oder Kriterien abgefragt. So, eine weitere Auswahlmöglichkeit, weil ich ja die Bereiche zugeordnet hatte, wäre natürlich, das Projekt dann nach Leistungsbereichen auszuwerten. Hier werden dann die Positionen entsprechend zusammengesammelt. Das heißt, ich sehe hier Leistungsbereich 12 Mauerarbeiten, 13 Betonarbeiten etc. Das heißt, so habe ich dann auch relativ schnell einen Überblick, nicht nur nach Bauteilen, sondern wie man es hier sieht, also gewerkeorientiert. Ich kann das Modell jederzeit nach unterschiedlichen Aspekten einfach auswerten und bewerten. Gut, vielleicht mal so weit. Und der nächste Schritt wäre dann die Übergabe dieser Leistungsverzeichnisse. Das heißt, über die Möglichkeit der LV-Erzeugung kann ich dann nach Vergabeeinheiten oder nach Leistungsbereichen mir entsprechend die Leistungsverzeichnisbasis generieren. Ich gehe jetzt gerade mal in den LV-Desktop. Machen wir mal das Modell zu. Und hier sieht man dann entsprechend die einzelnen Vergabeeinheiten oder Leistungsverzeichnisse. Schauen wir mal in die Betonarbeiten rein. Hier gibt es unterschiedliche Positionen und dann auch entsprechend die Mengenansätze wieder dahinter. Wenn wir mal hier reinschauen, auch mit entsprechendem Bezug, das ist natürlich hier eine große Liste, aber mit entsprechendem Bezug zu den Elementen aus der IFC-Datei. Das heißt, wir haben dann diese Informationen durchgängig. Ich gehe jetzt gerade nochmal her, das müsste eigentlich funktionieren. Wenn wir das hier nochmal anzeigen, das Modell nochmal aufrufen. Ja, dann kann ich auch entsprechend aus dem LV heraus den Rückschluss ziehen aus der LV-Position in das Gebäudemodell. Das heißt, auch hier habe ich noch die Verbindung entsprechend zu den IFC-Mengen. So, dann gehen wir an der Stelle noch mal einen Schritt weiter und ich zeige Ihnen gerade noch mal den Vorgang der Bemusterung. Das heißt, wenn wir hier noch mal in die Modellauswertung gehen, habe ich hier das Modell bereits eingelesen.
Und was wir an der Stelle sehen, die Qualitätenliste, die ist noch leer. Und wie gesagt, Sie müssen das nicht jedes Mal von vorne neu zusammenstellen, die einzelnen Bauteile, sondern Sie können diese auch aus Vorlageprojekten übernehmen. Ich habe mir hier eine Vorlage zum Beispiel für die Archicad-Bemusterung erstellt. Diese Bauteile werden dann in Avanti importiert. Das heißt, hier haben wir jetzt ein komplett leeres Mengengerüst, beziehungsweise Qualitätengerüst, ne? Die Mengen sind an der Stelle noch nicht aus dem Modell ermittelt. Das wäre jetzt die Aufgabe, die wir haben. Wie eingangs erwähnt, muss ich natürlich erstmal schauen, welche der vielen IFC-Properties benötige ich jetzt für die Bemusterung. Und da gibt es natürlich, wenn man zusammenarbeitet jetzt mit Archicad, auch eine bestimmte Grundmenge, die ich einfach brauche. Die kann ich mir als Vorgabe auch entsprechend hinterlegen. Das heißt, ich gehe jetzt gerade nochmal hier und lade mir ein entsprechendes Set ein. Und diese Mengen, die kann ich jetzt an mein Lokalitätengerüst dranrechnen lassen. Das dauert einen kleinen Moment. Sie haben ja gesehen, das ist eine ganze Reihe an Eigenschaften, die in so einer IFC-Datei dann auch drinstecken. So, und das machen wir kurz. Und wenn wir jetzt mal vielleicht an so eine Wand mit dran schauen, dann sehen wir, dass an den Variablen dieser Lokalität dann auch entsprechende Eigenschaften aus dem Archicad-Modell ja, übernommen wurden, ne? Wie hier zum Beispiel das Material oder auch die Bezeichnung des Wandelements. Und was wir hier sehen, unterhalb der Wand sind auch die einzelnen Schichten, die im Archicad-Modell entsprechend modelliert wurden. Das heißt, hier sehen wir zum Beispiel den Beton-Stahlbeton-Anteil und hier haben wir dann die Dämmschicht. Das heißt, diese einzelnen Schichten stehen dann in Avanti natürlich auch für die Auswertung zur Verfügung. So, den nächsten Schritt hatten wir dann, nachdem die Qualitäten definiert wurden, dann ging es an die Bemusterung und auch das machen wir nochmal. Hier haben wir den Zuweisungsassistenten. Und da hatte ich Ihnen ja gesagt, können wir entweder Zuweisungen natürlich manuell erzeugen, aber auch hier gibt es einfach die Möglichkeit, auf bestimmte Sets schon zuzugreifen. Und ich kann mir aus anderen Projekten diese Bemusterungsregeln einfach einlesen. Das heißt, ja, das ist natürlich eine we wesentliche Zeitersparnis und im nächsten Schritt kann ich die Zuweisung ausführen. Und wenn wir dann mal in die Kostenauswertung reinschauen, dann haben wir die Zuweisung schon entsprechend getroffen. Ich zeige das nochmal ganz kurz im Modell an. Das heißt, wenn wir hier durchschalten, dann haben wir direkt unsere aktuellen Mengen da. Und auch hier natürlich kann ich dann sofort wieder auf die Auswertung gehen und kann mir diese, ja, machen wir das gerade mal nach Leistungsbereichen, kann mir diese Zuordnung anzeigen lassen. Im Moment jetzt nur für die bereits Selektierten. Ich kann jetzt natürlich hergehen und müsste mein Projekt nochmal neu durchrechnen lassen. Ich schalte einfach mal die einzelnen Bauteile durch und dann haben wir die Mengenaktualisierung ja direkt live. Und wenn ich jetzt in die Kostenauswertung nochmal reinschaue, dann sehen wir, dass die bereits aktualisierten Mengen dann direkt angezeigt werden, ne? Und aus der Basis kann ich dann wieder genauso weitermachen und meine LVs ableiten. So, vielleicht gerade mal so weit. Ich würde jetzt noch mal
ganz kurz umschalten. Wir haben also gesehen, dass wir Modelle, die in Archicad entsprechend erzeugt wurden nach den Modellierungsrichtlinien und über den Avanti-Übersetzer exportiert wurden, wieder in Avanti eingelesen werden können. Dort wird die virtuelle Bemusterung durchgeführt und wir sind in der Lage, Kostenauswertungen zu erzeugen, Leistungsverzeichnisse zu erzeugen und natürlich über die Standardschnittstellen könnte ich eine GAP-Datei der erzeugten LVs ausgeben und an der Stelle auch das neue Format des BIM-LV-Containers, das heißt eine Kombination zwischen GAP-Datei und der IFC-Datei. Das heißt, wenn Sie dieses Modell dann an Unternehmen für die Angebotsbearbeitung geben und diese in der Lage sind, einen BIM-LV-Container zu interpretieren, dann haben die Unternehmen auch dort die Möglichkeit, aus der LV-Position direkt angezeigt zu bekommen, mit welchen Elementen im IFC-Modell ist denn diese LV-Position verknüpft. Das ist natürlich auch ein wesentlicher Vorteil für die Angebotsbearbeitung an der Stelle. So, gehen wir vielleicht hier nochmal. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen zeigen, dass Avanti also nicht nur für die klassischen Aufgaben Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung, Kostenmanagement geeignet ist, sondern an der Stelle auch für den BIM-Datenaustausch bzw. die entsprechende Bearbeitung. Wir sind natürlich immer wieder dabei, die Schnittstellen auch entsprechend zu aktualisieren. Das haben wir jetzt auch in dem Test gemerkt. Ich denke beiderseitig, dass bestimmte Erfahrungen einfach gewonnen werden aus dieser Zusammenarbeit und dass wir natürlich diese auch in unsere Produkte einfließen lassen, sodass dieser Datenaustausch, das Einlesen von BIM-Modellen auch optimal genutzt werden kann. Ja, wer das ausprobieren möchte, natürlich möglich. Avanti 2019 wird in den nächsten Tagen released und wir haben dort natürlich alles vorbereitet, dass Sie direkt auf diese Möglichkeiten auch zugreifen können. Und jetzt würde ich vielleicht gerade noch mal an den Holger Kreinbrink auch übergeben. Dann könnten wir noch mal schauen, ob genau. Es im Chat bestimmte Nachrichten gibt. Genau, wir lassen den Bildschirm bei dir und wir gehen durch die Fragen, die Sie jetzt stellen können. Ein paar sind schon da. Ich werde sie vorlesen und dann können wir sie bearbeiten. Gut, gibt es seitens der Firma Softec Musterbaukataloge? Da kommt noch eine zweite Frage dazu. Sie hatten bei der Zuweisung der Bauteile einen Musterbauteilkatalog offen. Gibt es diesen auch zum Kauf Ihrerseits? Wenn ja, wie viel würde dieser kosten? Hintergrund ist der, dass wenn wir Bauteile aus DBD zum Beispiel exportieren, sind diese weitaus nicht so schön benannt, wie es bei Ihrem Avanti-Bauteilen ist. Okay, das kann ich kurz beantworten. Wir werden zum Jahresende die Bauteile als Musterkatalog in unserem Zirkelportal bereitstellen. Es gibt auch wir haben ja immer diese Reflexehefte, in denen im Prinzip bestimmte Themen einfach nochmal aufbereitet sind. Und da gibt es auch immer Beispieldaten dazu. Und da gibt es auch einen Beispielkatalog BIM. Da werden wir diese Bauteile entsprechend mit anbieten, sodass die auch genutzt werden können. Ich zeige vielleicht gerade noch mal an der Stelle, weil es gefragt wurde, nach diesen DBD-Bauteilen. Ich glaube, hier haben wir eines mal mit drin. Ja, genau. Bei den DBD-Bauteilen, dann ist da nicht nur eine Teilleistung mit dran, sondern Sie sehen das hier unten, Untergrund reinigen, Randdämmstreifen. Also da gibt es so ganze Positionspakete, die werden dann auch mit Kostenkennwerten und natürlich auch für die Auswertung wichtig, die Leistungsbereichzuordnung Kostengruppen DIN 276 hinterlegt. Und wenn wir jetzt hier mal so einen Doppelklick drauf machen, dann sehen Sie, dass auch hier dann direkt ein VOB-gerechter LV-Text oder Ausschreibungstext natürlich hinterlegt ist. Ne? Das wäre der Vorteil bei den DBD-Kostenelementen.
Und wie gesagt, hier nochmal die einzelnen Bauteile, so wie wir sie jetzt verwendet hatten. Da hängt im Prinzip erstmal nur eine Dummy-Position dran. Aber das Schöne, Sie können dann Ihre eigenen LV-Texte hier mit hinterlegen, ne? Einfach per Copy und Paste. Okay, muss die Lokalitätenstruktur in Archicad angelegt werden? Dann wechseln wir hier nochmal die Lokalitäten. Das war ja im Prinzip das Gebäudemodell. Die wird nicht in oder muss nicht in Archicad angelegt werden, aber was Herr Kreinbrink ja auch schon gesagt hat, es muss nach den Modellierungsrichtlinien gearbeitet werden und die Elemente müssen entsprechend klassifiziert werden. Das heißt, nur wenn in Archicad hinterlegt ist, dass es sich um ein Wandbauteil handelt, wird es auch in Avanti in dieser Rubrik Wand natürlich auftauchen. Ich kann mal ja genau, hier haben wir ja die weiteren Klassen. Dann gibt es auch einzelne Komponenten, die sind IFC Building Element Part oder es gibt auch Proxy-Elemente. Die werden natürlich auch aufgenommen. Die haben auch eine Materialität, können also auch für die Auswertung verwendet werden. Aber wenn sie tatsächlich als Elemente klassifiziert sind, dann landen die automatisch in dieser Struktur. Also man kann die Klassifizierung dahingehend eigentlich immer ganz gut erklären, oder zumindest mache ich es immer so. Wir können mit dem Deckenwerkzeug verschiedene Bauteile erstellen. Das beginnt beim Flachdach, dann haben wir eine Rohbaudecke, dann haben wir einen Bodenaufbau oder eine abgehängte Decke. Die werden alle mit dem gleichen Werkzeug in Archicad erstellt, müssen aber anderweitig klassifiziert werden, damit sie später dann in Avanti auch vernünftig rüberkommen. Und über die Klassifizierung gebe ich dementsprechend auch, glaube ich, habe ich ein sogenanntes IFC-Mapping angesetzt. Das heißt, wenn ich also als Decke klassifiziere, landet es auch als IFC-Slab in der IFC und wird dann hier von Avanti auch wieder vernünftig gelesen. Genau. Gut. Wie werden Mengen aus dem Modell ermittelt, die nicht modelliert sind, zum Beispiel Deckenrandschalung, also implizite, explizite Mengen? Ja. Jetzt gehen wir gerade noch mal auf so ein Element vielleicht. Oder schon mal bei den Wänden mit rein. Ich habe ja zu den einzelnen Bauteilen habe ich unterschiedliche Mengen, ne? Das heißt, in Avanti habe ich Stück, Länge, Dicke, die Höhe. Ich kann aber auch auf eine ganze Reihe weiterer Mengen noch zurückgreifen, wie ich es kurz erwähnt hatte, über die Base Quantities, beziehungsweise hier sehen wir auch noch die Archicad Quantities. Da ist dann im Bereich der Decke natürlich auch der Umfang mit dabei und die Deckenstärke. Das heißt, ich kann mit den einzelnen ja, Mengen Base Quantities oder Archicad Quantities in den Avanti-Bauteilen auch rechnen. Das heißt, ich kann einfach diese Variablen weiterverwenden für sekundär-tertiäre Mengenableitung. Dann passt die nächste Frage dazu. Kann bitte gezeigt werden, wie Avanti die Putz- oder Wärmedämmverbundsystemflächen bestimmt und dabei auf die Flächen der Einzelschichten zugreift? Da müssen wir jetzt noch mal. Hier hätten wir ja das WDVS entsprechend mit drin. Gehen wir gerade mal hier rüber. Wie gesagt, unterhalb des Bauteils kommen ja die einzelnen Schichten, wie sie auch in Archicad modelliert werden, ne? Und das war auch eine ich glaube ja nochmal auch Archicad-seitig eine Änderung von 21 auf 22. Wir haben hier jetzt den 22er-Export, das heißt, wir können hier prima auf die einzelnen Schichten zugreifen, auch mit den entsprechenden Schichtmengen. Also man sieht es hier zum Beispiel die Netto-Schichtfläche vertikal, die werden entsprechend für die einzelnen Komponenten dann auch mit übermittelt, beziehungsweise wenn wir hier nochmal auf die Properties gehen, habe ich ja auch die einzelnen Schichtmengen
oder Komponentenmengen, die ich dann in Avanti auch für die weitere Berechnung mitverwenden kann. Und das war, denke ich, auch ein Schwerpunkt im Test. Sowohl bei den Wandaufbauten als auch bei den Bodenaufbauten wurde dann nach ganz konkreten Schichtmengen gefragt, sodass man also tatsächlich auch in die einzelnen Bauteile oder Komponentenschichten dann eintauchen musste. Das war schon herausfordernd. Das ist gut. Im Endeffekt schließt sich da die nächste Frage dann an. Welche Voraussetzungen sind für den BIM-Austausch gegebenenfalls? Ist es mit Archicad 21 und Avanti Pro 2017 ebenfalls möglich? Von der Archicad-Seite kann ich sagen, nein, denn genau das, was gerade hier angesprochen war, es muss eigentlich Archicad 22 sein, damit wir auf die einzelnen Schichtkomponenten zugreifen können. Und von der Dann Avanti-Seite? schließe ich mich direkt an mit Avanti 2017. Nein, weil wir hier noch überhaupt nicht diese einzelnen IFC-Properties übernommen haben. Das haben wir jetzt in der aktuellsten Version und auch nur in diesem Zusammenspiel können wir dann die einzelnen Schichtkomponenten auswerten. Ja. Was ich vielleicht noch erwähnen kann beim Wechsel von Archicad 21 auf 22 ist es ja, glaube ich, auch möglich oder erforderlich, dass man die Modelle aktualisiert, ne, beziehungsweise die Klassifizierung dann auch aktualisiert. Ist es Ja, richtig? man kann die Klassifizierung aus der 21 so weiterverwenden mit dem jeweiligen Mapping, aber es gibt eine Migrationsanleitung eigentlich, weil wir dann Ja. die IFC-Übersetzer auch migrieren müssen, denn in den IFC-Übersetzern, jetzt speziell auch für Avanti, gibt es halt dann die neuen Einstellungen dazu. Man kann das auch nebeneinander legen und quasi abtippen, aber es ist grundsätzlich, sollte man quasi die Klassifizierung, kann man über umbenennen und importieren, migrieren und dementsprechend dann auch die Übersetzer migrieren, damit man zu diesen Ergebnissen kommt. Also ab der Archicad 22 in der Projektvorlage sind die passenden Übersetzer dort hinterlegt und auch die Klassifizierung ist dort überlegt, hinterlegt. Also man muss die Datei, die alten Dateien quasi migrieren, damit man dann diesen Workflow machen kann. Das ist, wenn man weiß, wovon man spricht, wie es geht, sicherlich 1, 2, 3, 4 Stunden können da ins Land gehen, aber ich glaube, das hat man spätestens nach der ersten Kostenermittlung schon wieder raus. Ja, genau. Gut, eine weitere Frage wäre, wenn wir die Kosten mit Bauteilen auswerten, ist es danach möglich, die Einheitspreise mit der Blockfunktion auf ganze Euro aufzurunden, quasi analog zu den Zuschlägen aufrunden bei der Mengenberechnung? Ah, okay. Das betrifft dann den LV-Bereich. Also in der Bauteilsicht ist es nicht möglich, aber wenn wir uns dann in der Ausschreibung befinden. Ach so, hatte ich jetzt hier noch gar nicht gemacht. Machen wir das noch ganz kurz. Dort kann ich ganz normal auf die Runden- und Zuschlagsfunktionen natürlich zugreifen. So, das schauen wir uns jetzt nicht an, sondern gehen hier direkt her. Genau, und hier kann ich dann einzelne Positionen oder das gesamte LV Blockmengen und hier habe ich dann die Möglichkeit, Mengenzuschlag zu vergeben, prozentual oder eben die ganze Positionsmenge aufzurunden. Ne? Also das hat man dann durchgängig. Die Originalmengen bleiben erhalten und das Rundungsdelta wird dann entsprechend ja, als Zuschlag dokumentiert. Okay. Wie kann ich eigene Mengen statt der Base Quantities auswerten? Also zum Beispiel Sockelleisten aus dem Raumobjekt. Da können wir nochmal zurückgehen. Dadurch, dass ja ja. Dadurch, dass wir hier alle Komponentenmengen ja mit auswerten, kann ich auf diese zugreifen. Jetzt weiß ich nicht, in Archicad hätte ich ja auch
die Möglichkeit noch eigene Klassifizierungen. Also das macht man häufig ja bei zusätzlichen Kostengliederungen beispielsweise, könnte ich die mit anfügen und die würden auch hier in Avanti dann mit ausgewertet. Ja, für die Sockelleisten, das war eigentlich die Frage, die wir vorher schon mal hatten. Dann kann ich ja auf den Umfang des einzelnen Objektes ja zugreifen. Genau. Die nächste Frage, Sicherheitszuschlag, das hatten wir, glaube ich, gerade eben, wenn ich das richtig verstanden habe. Also 10% Sicherheitszuschlag für Mengen und so weiter, das hatten wir. Ja, im Gut, LV-Bereich dann. genau. Welchen Aufwand hat man bei eventuellen Planänderungen nach Beginn der LV-Erstellung? Werden Änderungen, neue Bauteile automatisch erkannt? Das ist über diesen Zuweisungsassistenten natürlich möglich, weil dort haben wir ja regelbasiert den Zugriff auf bestimmte Bauteile. Das heißt, wenn jetzt Beispiel diese 17,5er KS-Wand, wenn an der Stelle weitere Wände dieser Qualität dazu kämen, dann würde die Zuweisungsvorschrift natürlich direkt greifen und die neuen Wandmengen würden dann entsprechend zusätzlich erfasst. Das heißt, das Ganze, was ich machen muss, ist dann diesen Zuweisungsassistenten nochmal aufrufen und ne, da sind ja die ganzen Regeln dann schon entsprechend hinterlegt. Ich gehe nochmal auf Zuweisen und damit ist mein Modell schon aktualisiert. Wenn ich mich bereits in der Ausschreibung befinde, jetzt gehen wir gerade nochmal auf diese Kostenauswertung, dann kann ich LVs erzeugen und zwar selektiert nach bestimmten Leistungsbereichen. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, ich habe Änderungen in bestimmten Leistungsbereichen, dann kann ich diese selektiv nochmal übergeben. Okay, Und generell, ja. dazu passt im Endeffekt bei Änderung der Archicad-Datei, wie einfach ist die Aktualisierung? Das heißt, wenn ich jetzt eine zweite Variante habe oder ich Genau, füge Sachen ich genau. kann dann, ich könnte dann einfach sagen, ich fixiere diese Projektphase. Das heißt, ich habe ja in Avanti unterschiedliche Projektphasen und könnte jetzt sagen, okay, diesen Planungsstand, den archiviere ich mir jetzt weg und dann fange ich aber an, das Modell entsprechend zu ja, zu aktualisieren. Das heißt, ich lese die Mengen nochmal ein. Im Hintergrund wird dann automatisch überprüft, welche Elemente aktualisiert wurden, welche gelöscht wurden und welche neu hinzukamen. Und die tauchen dann natürlich auch hier in der neuen Lokalitätenstruktur dann auf. Und dann geht es genau wie eben über den Zuweisungsassistenten, kann ich meine Regel nochmal auf das Modell anwenden und ich habe die aktualisierten Mengen. Funktioniert Archicad 22 Schnittstelle auch mit Avanti 2018 Pro? Das hatten wir, glaube ich, in dem Falle schon. Ja. So, dann die nächste. Kann man sich die nicht zugewiesenen Elemente anzeigen lassen, zum Beispiel im Viewer? Das heißt, wenn ich das jetzt einlese und ich sehe, Sachen sind nicht zugewiesen, kann ich das anzeigen? Jetzt war die Sprachübertragung Ach kurz so, weg. Kann man Sachen, die nicht zugewiesen sind, wenn ich also im Archicad etwas nicht zugewiesen habe, ich meine, das kann man zum einen, kann man im Archicad grafische Überschreibungsregeln machen, erst einmal, damit das gar nicht funktioniert. Da kann man sich alles anzeigen lassen, was keine Zuweisung, was keine Klassifizierung hat. Das ist Nummer eins. Aber ich glaube, es geht hier nicht zugewiesene Elemente. Ich schätze mal, ich weiß nicht, ob es jetzt um Ja. die Kosten geht oder ob es um die Archicad-Klassifizierung geht. Das ist mir noch nicht ganz klar in dieser Frage. Ja, es geht um die ja, grafische Hervorhebung der Elemente, die dann noch nicht mit LV-Positionen verknüpft wurden. Man sieht es hier, teilweise werden die Elemente dann wenn sie verknüpft sind, in Rot hervorgehoben. Das heißt, diese sind dann vollständig beziehungsweise schon mit mindestens einem Bauteil verknüpft. So eine, ja, ich sage jetzt mal Ampelfunktion, die den Bemusterungsstatus vorgibt, haben wir an der Stelle noch nicht vollständig. Da sind wir aber schon in der Spezifikation. Okay. Ja, wird in der nächsten Version Also es kommen. ging um die LV-Zuordnung, wird ja auch nochmal bestätigt. Gut, kann man sich die Präsentation Genau, ja. später nochmal ansehen? Ja, kann man, denn wir werden das Ganze aufnehmen.
So, können die Komponenten schon in ArchiCAD benannt werden? Putz, KS, WDVS, Armierungsputz. Das sind die mehrschichtigen Komponenten, nehme ich mal an. Wenn du die mal aufklappst. Ja. Die heißen Komponente 1, 2, 3, 4 momentan. Das ist auch ein Entwicklungsaufwand bei uns, den wir jetzt noch tragen wollen. Dieses kann man ganz gut sehen. Das ist etwas, was wir ändern wollen auch noch. Der Baustoffname wird zwar mit rübergenommen, aber das ist momentan nicht eindeutig spezifiziert, auch in der IFC nicht. Und wir überlegen gerade, wie wir das am besten umsetzen können, dass dort nicht Komponente 1, 2, 3, 4 steht, denn bei jeder Wand steht dort wieder 1, 2, 3, 4, was bei einer Gipskarton ist natürlich anders als bei einer Wärmedämmverbundsystemfassade, dass wir dort eigentlich nicht Komponent reinschreiben wollen, sondern im Endeffekt den Baustoffnamen, denn das halten wir fürs sinnvollere Thema, das liegt auf unserer Seite, denn die Informationen, ja, die müssen wir schreiben. Ja, man sieht es hier nochmal, was du gerade gesagt hattest, nämlich die einzelnen Schichten werden natürlich oder kriegen das Material mit. Die Bezeichnung kommt auch an, aber eben direkt im Baum ist es im Moment noch nicht darstellbar. Und wenn es dann entsprechend mit exportiert wird, dann zeigen wir das hier auch an. Dann hat man nochmal eine bessere Zuordnung. Ne? Ja. So, können die, das ist wahrscheinlich genau das Gleiche, können die einzelnen Schichten zur Übersichtlichkeit umbenannt werden? Aber ich denke, das liegt im Gleichen. Also wenn man jetzt die Komponente, ja, was du hier links auf dem hast, 1, 2, 3, 4, 5, wenn man das umbenennen wollte, ich würde es nicht machen wollen, aber weil was passiert bei einer Aktualisierung, dementsprechend kann ich das, glaube ich, nicht. Ja. Genau, also klar, man hätte manuell die Möglichkeit, aber jetzt auch nicht über alle hinweg. Insofern, ich sehe das immer so, was hier ist in dem linken Baum, das ist ein Ergebnis der Auswertung und ich denke, da sollte man nicht manuell eingreifen. Ja. Kann ich eigene Berechnungen mit den Mengen aus ArchiCAD in Avanti durchführen? Zum Beispiel Brüstungshöhe, Länge der Wand mal Brüstungshöhe mal irgendwas. Kann ich also irgendwas mit irgendwas kombinieren? Ja, kann ich machen. Wir haben die einzelnen, gehen wir nochmal da drauf, die einzelnen Variablen und ich kann in diesem Ansatz mit unterschiedlichen Variablen rechnen. Das heißt, hier kann ich dann einen Kombinationsansatz fahren. Ja, kein Problem. Okay, das war die letzte Frage. Okay. Schauen wir mal, ob noch eine reinkommt. Sie haben jetzt noch die Möglichkeit, eine Frage zu stellen. Doch, da kommt was. Wie funktioniert der VOB-Abzug? Kann ich diesen manuell ändern? Der VOB-Abzug, wir greifen an der Stelle auf die Mengen zurück, die aus der IFC-Datei kommen, machen das nicht automatisiert. Ich kann aber an jeder Komponente beziehungsweise an jedem Bauteil natürlich auch in die Mengenermittlung eingreifen. Okay. Das heißt, wenn ich hier bin, kann ich immer noch eigene Berechnungen dazu stellen, ne?